So, und wo wir gerade da so nett dabei sind, über gewisse Dinge zu plaudern, womit mir auch keiner mehr kommen braucht, ist, dass wir hier in einer Demokratie leben und auch nicht, dass Deutschland ein souveräner Staat sei. Bei dem, was gerade abgeht, das, was gerade abgeht, nennt sich Diktatur. Schön, wir haben es wieder geschafft. Wir sind wieder in einer Diktatur gelandet. Supergeil. Wenn eine Regierung die Möglichkeit besitzt, durch die Polizei und damit quasi Waffengewalt das Volk dazu zu bringen, irgendwelchen Vorgaben, die das Volk bei allem Hinterfragen, beim besten Willen nicht verstehen kann und auch nicht ansatzweise plausibel erklärt bekommen kann, sich trotzdem daran zu halten, dann ist das eine Diktatur. Und auch das sollten wir anfangen, anders auszudrücken, beziehungsweise so auszudrücken. Wer mir ab heute noch irgendwie kommt mit, wir leben hier in der Demokratie oder wir leben, nee, das ist alles Geschichte. Das ist Märchen. Das war eigentlich die ganze Zeit schon nicht so, weil es eine Mehrparteiendiktatur war, die sich hinter dem Deckmäntelchen der Demokratie versteckt hat. Aber jetzt ist eindeutig ganz klar zu sehen, dass das hier eine Diktatur ist, dass wir in einer Diktatur leben. Versuch dich mal draußen frei zu bewegen. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. An der Stelle nochmal die Einladung, an einer Demokratie teilzunehmen, an der wir anfangen zu demonstrieren, ihr könnt uns mal am Arsch lecken. Wir spielen eure Scheiße nicht mehr mit und ihr seid abgesetzt. Ihr seid nicht mehr unsere Regierung. Kann jeder für sich entscheiden. Ich folge denen nicht mehr. Halte ich für ganz, ganz gefährlich für alle. Ich halte es überhaupt sehr gefährlich, sich einfach diktieren zu lassen. Aber genau das ist ja das, was passiert gerade. Wir werden diktiert und deswegen ist es eine Diktatur. Und wer das gerne ändern möchte, der sollte seine inneren Einstellungen dazu ändern. Da passieren gerade Sachen, die so nicht mehr hinnehmbar sind. Mir fällt an der Stelle nochmal ein, was im Livestream eben der Dennis Christian Bach gesagt hat, als er die WHO WHO nannte, weil es sich auch genauso schreibt. Und ich daraus dann dieses Who the fuck gemacht habe. Who the fuck sind die, dass die uns zu diktieren haben, was wir zu tun und zu lassen haben? Who the fuck ist ein Bill Gates, der ein absolut kranker Typ ist, der fasziniert und begeistert von der Idee ist, die Bevölkerungszahl zu reduzieren, das spricht Menschen zu töten. Und das über einen Impfstoff, den er unbedingt allen reindrücken will. Wenn ihr das mit euch machen lasst, dann habt das nicht besser verdient. Aber dann werdet ihr definitiv eins nicht, immun gegen irgendetwas. Dann werdet ihr sterben. Weil das ist, was diese Impfungen hervorbringen. Und da kann man eins und eins zusammenzählen, wenn ein Mensch, der gerne die Bevölkerung um 75% reduziert sehen will oder noch mehr, und dann auf der anderen Seite halt eben so drauf hämmert, dass die Menschen alle geimpft werden sollen, dann ist das wohl kaum, um die zu retten, wenn er erreichen will, dass es nur noch ganz wenige davon gibt. Was für kranke Typen. Who the fuck hat das Recht, uns zu diktieren, was wir zu tun und zu lassen haben? Die Frage sollten wir uns selber stellen. Und wir selber sollten definitiv selber entscheiden, wem wir folgen und wem wir Gehorsam leisten. Und damit sage ich jetzt nicht, macht partout einfach das Gegenteil von dem, was von euch gefordert wird. Fangt an, selbst zu denken. Wir können ganz andere Dinge tun. Auch hier wieder der Verweis, wer keine Ahnung hat, wovon ich gerade spreche, einfach den Livestream
meinen Livestream von eben gucken, vom 15.04. findet sich auf YouTube in meiner Liste. youtube.com/ichbinbauchi. Vielen Dank. Ich wollte es nur mal korrigiert wissen. Tschüss mit F. Macht's gut. Habt euch lieb und denkt über diese Dinge nach. Das geht gerade jeden von uns an. Und wenn euch eure Kinder irgendwas bedeuten, denkt mit.